Verstanden. Verstanden. Und wir hätten vielleicht damit warten sollen, bis die Regenzeit wieder rum ist. Weil das könnte jetzt sonst doof werden. Wenn die heilige Kuh hier irgendwo krepiert. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ach so, das waren mal wieder Kannas Krieger, die angegriffen haben. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ei. Zum Glück ist die Kuh sehr langsam. Ei. Achso, und hier sind Kühe, deswegen auf euren Befehl. Kostet das Gebiet halt was. Ein gutes Stück an Gold. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Kaufen wir ein bisschen Ressourcen ein. Wir haben ja jetzt das Geld dafür. Naja, ich mache mir echt Sorgen, dass die Kuh in der Regenzeit im Fluss stecken bleibt. Die Kuh scheint ihren Weg zu kennen. Sorgen wir dafür, dass sie unbeschadet in Aoshia ankommt. Aoshia müsste das hier sein. Nein, Dorf Konglisch. Aoshia ist das andere Dorf. Wie ihr wünscht. Ei. Auf euren Befehl. Okay, noch könnte sie es schaffen. Geben wir doch mal ein bisschen Speed hier. Gucken einfach, Verstanden. Was passiert. Nicht, dass wir hier jetzt ewig warten und dann...
Vorwärts! Auf euren Befehl! Sofort! Passiert ja noch etwas? Jawohl! Oh Gott sei Dank, sie geht hier unten rum. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Auf euren Befehl! Jawohl! Wie ihr wünscht! Es gibt kein Zurück! Das heißt, sie muss nur noch über den Dinger da drüber kommen. Beschützt dies! Aber da sollte sie drüber kommen. Ja, sehr gut. Verstanden! Wir sollten aber auch mal ein bisschen schon weiterziehen. Unterwegs. Beschützt dies! Weil da kommen schon ein paar Gegner. Alles klar. Hinter uns her. Schwertkämpfer sogar. Bleibt wachsam! Jawohl! Verstanden! Sofort! Wir suchen mal unser Heil ein bisschen in der Flucht. In den Kampf! Oh, da sind immer noch Bogenschützen hinter uns. Verstanden. So, alles klar. Da haben Bogenschützen hinter uns. Alles klar. Auf euren Befehl. Mal sehen, reicht das jetzt, die Kuh hierher zu bringen, oder müssen wir sie noch dann zurück zum Kloster eskortieren? Ei! 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 Nein, nein, ich wollte... Wir haben ein Territorium eingenommen! Die heilige Kuh schenkt uns neue Hoffnung. Und soeben erreichte uns noch eine weitere gute Nachricht. Wir erwarten die Ankunft unseres Moguls, Rapat. Hendala ist gerettet. Das Glück der Ahnungslosen hat euch geholfen. Doch ihr kommt zu spät. Kanas Macht ist bereits entfesselt. Es ist nur die Ruhe für den Sturm. Saraya, du bist hier? Dann seid ihr auch auf diese Priester gestoßen. Ich habe einen Spion entsandt, um das Quartier dieser Kana aufzuspüren. Er wird uns in Tela Bericht erstatten. Wer ist der Ritter an deiner Seite, mein Kind? Vater, gepriesen seien unsere Vorfahren, du bist wohl auf. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du musst schreckliche Qualen erlitten haben. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Hier, dies ist ein treuer Gefährte aus Westerlin. Er und seine Gefolgsleute unterstützen unseren Kampf. Mogul Prapat, wir, die Ritter Westerlins, stehen euch und eurer mutigen Tochter mit unseren Schwertern zur Seite. Mögen eure Feinde erzittern und sich der Ruhm Westerlins durch unser Bündnis mehren. Markus trägt dick auf. Und wir können in die Endstatistik. Hey, Vegetarierwertung 43%. Das war mal eine sehr interessante Mission. Leider war sie ein bisschen verbuggt. Hoffen wir mal, dass Mission 3 Amestan ein bisschen besser läuft. Missionsbeschreibung.
Euer Majestät, ich bringe Nachricht von unserem Spion. Der Kult wurde in Amistan ausgemacht. Kana, die vermeintliche Göttin, zwingt durch den Fluch verängstigte Siedler zur Zwangsarbeit und rüstet gegen uns. Kana wird unsere Ankunft nicht erwarten. Dies verschafft uns einen Vorteil. Wir sollten uns so schnell wie möglich für einen Kampf rüsten. Sobald sie bemerkt, dass wir in Amistan sind, wird sie gegen uns vorgehen. Einige Krieger meines Vaters begleiten uns. Sie werden ihr Lager in Biorat aufschlagen und uns unterstützen, während wir unseren Stützpunkt sichern. Das Dorf Jambai kann uns mit Steinen zur Befestigung unserer Stadt versorgen. Wir werden uns hier in Kerashim niederlassen. Über den Hafen von Assambai können wir uns mit weiteren Rohstoffen eindecken und den Kontakt zu meinem Vater nach Tela halten. Die Bedrohung scheint meinen Vater schwer zu belasten. Geistig abwesend und zusehends verwirrter sind seine Worte. Wir werden diesem unseligen Kult ein Ende bereiten. Je schneller, desto besser. Ich werde den Siedlern des Reiches beweisen, dass Hiduns Mogul sie nicht im Stich lässt. Ja gut, Saraya hatte jetzt ihren Auftritt. Entsendet mich, Majestät. Saraya ist weise, doch wir brauchen einen schlagkräftigen Anführer, um Kana zu besiegen. Da hat Marcus recht. Mein Handelsgeschick wird uns die bestmögliche Versorgung bei dieser schwierigen Mission gewährleisten. Das habe ich eigentlich auch gedacht. Wir brauchen ja Steine und Sachen aus dem Hafen, also werden wir Gold aufbringen müssen. Und da ist wahrscheinlich der Händler am besten geeignet. Meine Kriegslist und Weisheit sind der Schlüssel für diese Aufgabe. Falsch nicht. Entscheidet euch. Ich liebe es zu handeln. Hidu, als Tochter des Moguls kann ich Tribut von Städten und Dörfern zum Wohle des Reichs einfordern. Ja, Handelsposten haben wir noch nicht gesehen. Falsch nicht. Entscheidet euch. Ja. Los, Elias. Wir müssen eine befestigte Stadt bauen und uns auf die Schlacht mit Kana vorbereiten. Der Bau der Stadt erfordert einen steten Warenaustausch mit den Dörfern im Umland. Außerdem müssen wir den Hafen sichern. Dieser erbärmliche Abschaum soll Hiduns Rettung sein? Nun, ich habe euch bereits erwartet. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Bevor ich das Reich endgültig unterwerfe, wird mir eure Vernichtung ein heiteres Schauspiel bieten. Wenn ihr auch nur ahnen würdet. Ja, keine Quests bis jetzt. Auch was Neues. Unser Spion hat uns in eine Falle gelockt. Wir müssen unsere Stadt so schnell wie möglich mit einer starken Mauer schützen. Das Dorf Jambai besitzt eine Steinmine. Wir müssen sie als Handelspartner gewinnen. Fischer. Der Seite errichten. Okay, wir brauchen einen Handelspartner. Wie ihr wünscht. Müssen uns aber auch weiter hier umschauen. Schon unterwegs. Okay, hier gibt es einen Weg über den Fluss. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir erst eine Räucherei bauen statt einem Metzger. Schon unterwegs. Okay, an dem Boot hier ist nichts. Ja, und ich gucke auch gerade, wie und wo wir uns absichern müssen. Wie ihr wünscht.
jetzt wahrscheinlich hier. Dann hier. Hier wohl auf jeden Fall. Wobei wir sollten wahrscheinlich das Nachbargebiet einnehmen. Oh, Kühe. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Jetzt haben wir erstmal unsere Grundversorgung gewährleisten.